Diese 195 Robux sind keine normalen Robux. Sie sind nicht gekauft wie die bei Lami, Bapo und Aborg und wie bei allen anderen. Für diese 195 Robux habe ich den ganzen Tag rumgestanden in Please Donate. Also es ist erarbeitetes Geld. Und die werde ich ausgeben, um den Sassy-Tanz zu kaufen. Also werde ich am Ende dieses Videos leider nur 100 Robux haben. Ich meine 95. Oh, schade, ich kann mir dann auch keine Gruppe gründen. Also wie bekomme ich diesen Tanz? Ich hatte gesehen, dass Ray ein Video dazu gemacht hatte. Und das schauen wir jetzt mal an. Hä, was ist Susu-Tanz? Sassy-Tanz, Alter, Sassy-Tanz. Ich habe Schreiben verlernt. So. So bekommst du den Sassy-Tanz. Ich meinte nicht so bekommst du den Sassy-Tanz, sondern so geht's. No. Viele von euch fragen mich immer wieder, wie man den Sassy-Tanz in Roblox bekommen kann. Und das werde ich dir in diesem Video zeigen. Bevor ich dir das zeige, muss... Um ehrlich zu sagen, drehe ich das gerade zum zweiten Mal und habe deswegen schon geliked und abonniert. Dann den Kanal abonnieren und das Video liken. Als erstes musst du einmal in das Roblox-Spiel Twice Square reingehen. Dann solltest du in der Mitte von der Map spawnen. Da musst du dich erst ein bisschen rumschauen und irgendwo sind da ganz viele Personen, von hier habe ich gesehen, dass es so 100 Robux kostet. Und dann ist da auch eine Person, die eben den Sassy-Tanz macht. Wenn du dann auf die Person draufdrückst, kannst du diesen Tanz auch schon für 100 Robux kaufen. Grüße gehen raus an RRA TV. Danke für dein Tutorial, aber jetzt geht's ans Nachmachen. Ja. Yeah. Zuerst öffnen wir Roblox. Danach öffnen wir Twice Square. Beziehungsweise suchen danach. Dann gehen wir in das Spiel rein. Gehen zu dieser Figur. Und kaufen es. Sorry Leute, mein Herz überbringt das nicht. Liken, abonnieren und hier ist noch mehr Content. Freue mich über Kommentare und lese sie. Ciao.